Hello. Hallo. Moin, Chat. Hi, Watch Party, Anime Night. Genau, wir schauen heute drei Anime, und zwar einmal Overlord. Ja. Dann Hunter, Hunter, das X spricht man nicht aus, das ist stumm. Mein Gott, das ist die beste Tierische. Zu guter Letzt ein Anime, den sich liebe Gnu ausgesucht hat. Und zwar Nagi no Asakura. Wir entscheiden am Ende im Prinzip, welchen Platz wir was geben. Zum Beispiel hier 2 und 1. Alter, der Tipps. Und ihr entscheidet mit. Oh ja, ihr habt auch ihr Entscheidungsrecht. Am Ende werden wir uns für einen Anime entscheiden und davon schauen wir noch 2 weitere Folgen. Yeah. Ja, Chat genau. Sagt, du hast frei gesprochen, Bilder sind eingerahmt, du bist gut auf die Fragen eingegangen. Dankeschön. Sehr, bravo. Dankeschön. Sehr, wir sind sehr, sehr stolz. Also in der Ausführung insgesamt eine 8. Was ist euer Lieblingsanime und warum Hunter x Hunter? Das ist das beste Opening, ich höre. Ich liebe das. Ist nice, ja. Ich liebe das. Skippt ihr eigentlich die Openings? Sag mal ehrlich, skippt ihr die Anime-Openings oder schaut ihr euch immer an? Ja, schon manchmal. Ja? Nee. Wenn du so durch binge-watch, wirklich so im Sinne von 8 Stunden am Stück, ja? Dann skippst du. Das ist richtig. Ey, bei dir sieht es aber auch raus, sind überall Krümel und alles. Ist auch, wirklich, das ist mein Platz, der so die ganze Zeit so. Ja, und du schiebst den Müll so rüber zu Pia. So. Das ist doch kein Fisch. Was ist das denn? Großer Fisch. Er hat echt eine Zigarette in der Pfeife. Das der meint echt ernst. Fall. Der hat das echt keinen Bock auf seine Lunge. Wirklich. Das ist next level. Kann man sich einfach alles beschachten? Ein richtiger YouTuber. Eine tolle Karre. Ein richtiger YouTuber, ja. Was ist das? Der Anime wirkt so süß. Er wirkt so es ist so wholesome alles einfach. Ja. So. Oh. Aber das ist fake. Es gibt mir schon so voll so Shonen-Vibes. Es erinnert mich voll an Animes, die halt auch aus dieser Schiene kommen. Aber ich habe tatsächlich davor schon gehört von einigen Seiten, dass man sich davon jetzt nicht abschrecken lassen soll. Weil er wirkt wohl angeblich am Anfang so ein bisschen wie, okay, hat man schon gesehen, aber soll dann tatsächlich sehr, sehr krass sein. Mm. Let's go! Oh! Das hört sich auch sehr gut an. Also, Girls. Ich hätte euch vielleicht sagen sollen, das nicht. Oh, ich mag den Stil voll. Ja. Richtig süß. Mann, ich hab Hunger. Oh, Ramen. Wie lange dauert das? Du nervst. Ich bring's ja sofort. Warte gefälligst. Ja, das sieht richtig schön aus. Ikari-chan, guten Morgen. Guten Morgen, Ikari. Guten Morgen. Oh mein Gott, die haben immer nasse Socken. Ja. Oh mein Gott, was ein schreckliches Leben. Alter. Wie furchtbar. Guter Fall. Das sind die besten Charaktere. Oh mein Gott, der ist cool. Oh. Cool. Nur direkt verliebt. Was guckt ihr mich so an? Wirklich. Cool. Stimmt. Einbrüche sind so weird. Oh ja, stimmt. Schwimmst du mit der nächsten Playstation weg? Oh, jetzt hat sie ihren Fischkopf angeschlagen. Stimmt. Oh, oh. Oh, nein. Richtiges Fischauge. Oh, unangenehm. Oh, jetzt hat sogar ein Geräusch gemacht. Oh, unangenehm. Ein Knie pupst in der Pubertät. Jesus. Fühle. Ich will wissen, wie es mit dem Fisch weitergeht. Ich liebe es, wenn Dinge so absurd sind. Ich möchte erfahren, was mit diesem Kniefisch auf sich hat und warum der da ist und ob da noch mehr kommt. Oh. Deswegen, sorry, ich setze den auf die 1. Oh. Ich muss wissen, was mit ihm. Oh Gott. Vor allem spricht das Kniefischi später auch noch. Es kann ja sogar pupsen. Der letzte Anime heute, den wir eventuell auch weiterschauen, Overlord. Das hat auch schon ganz viel reingeschrieben. Genau, Overlord ist auch einer meiner Lieblinge, mega, mega cooler Anime, ist ein Isekai-Anime. Wisst ihr, was Isekai sind eigentlich? Das ist ein Genre. Nein. Nee. Okay, sehr gut. Also, Isekai ist so in den letzten Jahren richtig, richtig bekannt geworden. Das ist ein Genre, wo im Prinzip der Protagonist in so eine neue Welt sozusagen geschickt wird, wie bei Sword Art Online oder so ein bisschen auch Digimon, so ein bisschen dieses neue Welt geschickt. Und davon gibt es super, super viele Anime gerade, unter anderem Overlord. Beim Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, oft auch DMMORPG genannt, haben wir es mit einem Genre zu tun, das es dem Spieler ermöglicht, vollkommen in die virtuelle Welt einzutauchen.
Ein Vertreter dieses Genres ist Yggdrasil. Nach 12 überaus erfolgreichen Jahren geht Yggdrasil heute vom Netz. War eine ganz schöne Plackerei, den zu craften. Ja. Allein das Farmen hat eine Menge Urlaubstage und die eine oder andere Beziehung auf dem Gewissen. Oh. In unseren besten Tagen hatten wir mal 40 Mitglieder. Irgendwann waren wir dann nur noch zu dritt. Das sind jetzt die NPCs? Das sind NPCs, ja. Alles NPCs, ja. Und sie auch? Ja. Yep. Aber was für einer? Schauen wir doch mal. Sehe ich da einen Crush? Sie ist der stärkste NPC hier in der Gruft. Und hat damit auch das Kommando über alle anderen Wacheinheiten. Reingehackt. Cringe. E-Mail. Wir knien vor euch und erwarten eure Befehle. Ihr genießt unsere absolute Loyalität. Lord Momonga. Wie schnell vorbeigehen die Anime? Schnell, ja. In 10 Minuten oder so gefühlt. Gefühlt, ja. Ja. War auch nice. Wie konnte ich vergessen, dass ich den gesehen habe? Aber ich habe, glaube ich, nur die ersten ein oder zwei Folgen geguckt, weil ich hatte irgendwie, als ich krank war, mal so einen Tag, da habe ich so 10 Animes mir einfach nur angefangen mit der ersten Folge, weil ich wissen wollte, was schaue ich weiter. Ja, ja. Und der hat's, ich kann mich erinnern, der hat's ganz nach oben dazu geschafft, aber ich habe mich dann doch für was anderes entschieden. Die Wissenschaft hat die Leute überzeugt. Für die Wissenschaft? Für die Wissenschaft. Ihr seid alle gleich, ey. Euch ist so einfach zu überzeugen. Overlord, 2 Folgen. Overlord, ja. Hoffentlich geht's in den nächsten 2 Folgen nicht um die Wissenschaft. Das gönne ich euch dafür, dass ihr den Film... Okay. Für die Wissenschaft. Mein Gebieter. Ach, die stehen jetzt alle auf den, alle. Ihr seid der einzige Mann auf der ganzen Welt, von dem ich mir sagen lasse, wo es lang geht. Ach ja? Ist ja gut jetzt. Würdest du dich bitte mal wieder einkriegen? Ich geh euch backflip. Ja, komm. Okay. Was? Ready, wenn ich jetzt sterbe, dann... Ja, fühl es. Ich geh's durch. Was? Lol, wirklich? Ich hab bis zum Schluss nicht dran geglaubt. Das war jetzt cool. Ich finde, Momonga ist irgendwie so ein semi-cooler Name, oder? Momonga? Momonga. Weiß nicht, ich finde, es gibt epischeres als Momonga. Wie? Der große Lord Momonga hat uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Das erlebt man nun mal nicht alle Tage. Jetzt sieht sie cool aus. Tschüss. Mew. Oh! Es ist Mew! Mew's Vater. Glatze, diese Glatze. Da ist er! Er ist groß geworden. Oh, hat ja nicht gerade lang gedauert, bis ich größenwahnsinnig werde. Selbsterkenntnis hitte. Was sagt er zu CGI in Anime? Finde ich gut. Ja? Ja. Wenn es gut gemacht ist, also dann finde ich es richtig cool. Warum hast du mir geholfen? Du kennst mich doch gar nicht. Wenn ein armes Würstchen wie du in Not ist, dann komme ich herbei und rette es. Das ist Hanno und das andere bin ich. Es ist immer so, Hanno carried immer die Runde. Ich bin so gespannt, wenn er auf den ersten Gegner trifft, der was drauf hat. Ja. Warte noch so. Ein bisschen. Ja. Oh, wirklich. Leute, die ersten 3 Folgen gepackt. Und wie fandet ihr es? Nice. Ja? Ja, wirklich nice. Ja. Sehr cool. Ich bin froh, dass wir den gewählt haben. Ja, legit. Ich auch. Und ja. Sehr nice. Ich würde den safe weiterschauen. Aber es gab ja nicht nur heute Overlord. Es gibt ja noch 2 andere Animes. Wie sieht's aus mit Fischkopf am Knie? Ja. Also ich glaube, spätestens wenn ich das nächste Mal einen Albtraum davon haben werde, und das wird definitiv passieren, weil mein Kopf sowas gar nicht verarbeiten kann, werde ich den weitergucken, weil ich einfach wissen will, ob sie den los wird. Ja. Braucht das einfach für meinen eigenen Kopf. Damit du nicht davon träumst in 5 Monaten. Das wird einfach safe passieren, weil das sowas Absurdes ist. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Also er hat mich überrascht so. Und auch, ich mag diesen Cringe-Scheiß eigentlich sehr gerne. Ich finde nur, dass so die anderen Anime, die heute da waren, waren einfach sehr, sehr stark. So. Der Zeichenstil war sehr nice. Halt, jo, auf jeden. Also ich finde es echt schön mit euch. Hat richtig Spaß gemacht. Wie war es jetzt so schlimm? Weil du warst ja ein bisschen nervös davor und so. War's ja. Also so als erstes für mein erstes Stream war es auf jeden Fall entspannt. Mit euch auf jeden Fall. Also echt sehr, sehr gute Kollegen und so. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. War nice. Ja, nice. Danke auch an die Regie, dass wir uns eine nice Location zur Verfügung gestellt haben. Sehr cool. Und danke an die Boys und Girls aus dem Chat fürs im Start sein. Danke, Leute. Merci. Danke.